Hallo liebe TowerStars Freunde, herzlich willkommen zu einer kombinierten Version von Nachschuss und dem Ausblick auf das kommende Wochenende. Wir werden hier gleich in wenigen Minuten Sören Sturm zu Gast haben. Zuvor werfen wir aber einen Blick zurück auf das gestrige Spiel in Kassel. 6:2 haben die TowerStars da gewonnen und wir haben mal zwei Schlüsselszenen analysiert. Werfen wir zunächst einen Blick auf das 0:3, 44 Sekunden gespielt im zweiten Spielabschnitt. Kassel im Angriff im Ravensburger Drittel. Dann der Zweikampf hinter dem Tor, diesen gewonnen, weitergespielt auf Vinzenz Meyer, der mit einem ganz hohen Rückhandheber aus dem Drittel hinaus und dann entsteht eine 2-gegen-1 Situation, kein Abseits, wie man hier sieht. Robbie Czarnik orientiert sich direkt vor das Tor und dann Max Kolb mit dem Passversuch. Ja, und der wird vom hineinrutschenden Verteidiger der Huskies abgelenkt ins eigene Tor. Da gehört natürlich Glück dazu, aber das muss man sich auch erst einmal erarbeiten. Dann das 1:5 in der 30. Spielminute, da drehen wir ein bisschen weiter zurück. Hier die Tower Stars in numerischer Unterzahl, die Scheibe tief gespielt, aber da kommt kein wirklicher Druck zustande, da ja hier Pavel Drohn ja 5-6 Meter Vorsprung hat, kann die Scheibe da in Ruhe rausdreschen. Tim Brunhuber liest das Spiel gut, orientiert sich schon mal nach vorne. Die Scheibe geht auf das Tor, da kann der Kassler Torhüter natürlich nur die Scheibe festhalten. Es kommt also zum Bulli in numerischer Unterzahl. Das Bulli zunächst unentschieden, die Scheibe liegt dann frei. Daniel Schwamburger spielt weiter auf Daniel Pfaffengut, der sich schon ein bisschen Richtung Tor orientiert hat. Ja, und der Abschluss durch die Beine des Torhüters natürlich knochentrocken ausgeführt. So, Sören, ungewöhnliche Woche, Mittwochspiel, englische Woche, wie man so schön sagt. Gestern in Kassel, du kennst dich da natürlich aus deiner eigenen Zeit dort. 6:2 gewonnen, was war der Schlüssel zum Erfolg? Ja, ich würde sagen, so wie die letzten Spiele auch. Ne? Wir haben geschlossene Mannschaftsleistung und wenn wir so weiterspielen, wie wir es jetzt spielen, dann wird es halt schwer, uns auch zu schlagen. Aber wir müssen versuchen, wirklich so konstant weiterzuspielen, dass wir das System von unserem Trainer dann halt auch umsetzen. Das machen wir ganz gut und jeder steht für den anderen ein und das merkt man auch auf dem Eis. Pressegespräch gerade eben vor ein paar Minuten war das Thema, dass die Reihen ausgeglichen sind, alle treffen. Der Coach hat aber sofort gesagt, die Reihen sorgen aber auch dafür, sowohl die Verteidiger als auch die Stürmer, dass hinten nichts reingeht. Ja, das Trainer denkt immer ein bisschen defensiver, aber was ist eure Motivation? Ich denke mal, die Ausgeglichenheit spiegelt sich auch darin wider, dass ihr letztes Jahr die meisten schon zusammengespielt habt. Wie wichtig ist das für euch, dass man sie einfach kennt auf dem Eis? Ja, das denke ich mal, das ist sehr wichtig. Man sieht halt auch, dass wirklich diese Leute, die auch sich von letzten Jahr kennen, dass die gut harmonieren und die Neuen, die dazugekommen sind. Das war halt, würde ich sagen, so das fehlende Puzzleteil. Und ja, wie schon gesagt, diese Ausgeglichenheit der Reihen, also vor allen Dingen im Sturm muss man halt auch sagen, da sind wir schon sehr stark besetzt. Und wenn man halt offensiv viel spielt, dann muss man halt defensiv hinten auch nicht viel zulassen. Aber das kriegen wir auch gut hin. Ich meine, man sieht es halt auch in Unterzahl. Wir haben 100% in Unterzahl und haben noch kein Gegentor bekommen. Also spielen im Moment sehr gutes Eishockey und setzen auch das um, was der Coach halt von uns verlangt. Diese Serie in 6 Siege in Folge ist schon stark. Also ich habe mal geguckt, ich habe noch keine Saison gefunden, zumindest wo ich dabei bin, wo wir so einen guten Start hatten. Das ist das eine. Das andere ist, hast du schon angesprochen, die 100%-Quote im Powerplay, im Penalty-Killing. Redet ihr über solche Serien in der Kabine oder ist das einfach nur ein statistischer Nebeneffekt? Nee, klar, also es geht ja auch nicht spurlos an uns vorbei. Natürlich reden wir darüber. Das haben wir uns auch schon gefragt, ob wir schon mal 6 Siege im Start schon mal hatten in Folge. Bis jetzt haben viele das verneint. Wie gesagt, uns ist es halt, natürlich ist man froh, wenn man Tore schießt, aber natürlich ist man dann auch froh, wenn man die 100% hat beim Unterzahl, was auch sehr ungewöhnlich ist, denke ich, nach 6 Spielen. Es liegt aber auch darin, dass wir vielleicht nicht so viele Strafzeiten machen. Man muss halt auch noch dazu sagen, dass wir bis jetzt, außer leider Kuba, der raus ist, aber den wir auch gut ersetzt haben mit dem Ilka, dass wir halt keine Verletzten haben, so wie letztes Jahr, wo wir dann letztes Jahr schon teilweise mit 3 Reihen spielen mussten. Das merkt man einfach, dass wir 4 starke, ausgeglichene Reihen haben. Selbst die 7 Verteidiger rotieren wir alle gut durch. Man merkt halt einfach, dass das bis jetzt passt. Da machen wir noch einen Ausblick aufs kommende Wochenende. Das wird nicht weniger leicht. Heilbronn zu Hause und dann Bad Nauheim ist sowieso immer ganz schwer zu spielen. Auf was kommt es da an in den beiden Spielen? Ja, also ich sage jetzt morgen gegen Heilbronn, also am Freitag. Die haben jetzt auch in 6 Spielen 2 Spiele verloren. Das ist ein unangenehmer Gegner und da haben sich schon mehrere Mannschaften schwer getan. Aber solange wir unser Eishockey denen aufs Spiel aufdrücken,
bin ich zuversichtlich, dass wir dieses Spiel auch gewinnen können. Und klar, Sonntag in Bad Nauheim ist nicht die schönste Halle. Und ja, man, es ist schwer dort zu spielen, aber wie gesagt, das sind Nebeneffekte. Und wenn wir unser Spiel dem Gegner aufdrücken, dann wird es schwer, uns zu schlagen. Gut, dann danke dir, Sören, für Gerne. Das Vorbeischauen. Und wir sehen uns natürlich dann am Freitag beim Heimspiel gegen Heilbronn. Ich hoffe, da seid ihr auch alle dabei. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.